Lieben, wir starten heute eine dreiteilige Reihe und zwar vegane Burger. Es ist schön warm draußen und ich denke, es ist die Zeit gekommen, dass wir auch mal zeigen, dass vegane, ohne Fleisch zusätzliche Burger genauso lecker sein können wie die typischen Burger, die man so kennt, bereits aus diversen Restaurants. Und deswegen fangen wir heute mit dem ersten Burger an und ich zeige euch jetzt, was wir dafür jetzt alles machen müssen. Eins der Hauptwerkzeuge, die ich in den nächsten drei Videos benutzen werde, ist meine Küchenmaschine. Und ihr werdet bestimmt denken, oh, das ist natürlich eine Investition, ihr braucht die nicht unbedingt. Aber ich kann euch die nur empfehlen. Ich werde die unten in der Infobox verlinken. Und so eine Küchenmaschine kann nicht nur gut sein für jetzt hier Patties zu kreieren, sondern was ich auch gerne damit mache, ist Kräuterpesto oder sogar meinen Teig damit durchkneten. Weil all das kann so eine Küchenmaschine und die muss nicht unbedingt teuer sein. Und jetzt geht's ans Patty machen. Unsere Hauptzwei Zutaten werden sein Linsen und rote Beete. Linsen habe ich jetzt bereits vorgekocht, einfach nach Packungsanleitung gut durchkochen, damit sie schön weich sind, damit wir sie auch gut weiterverwerten können. Das hier sind jetzt zum Beispiel Tellerlinsen, aber wenn ihr keine Tellerlinsen da habt, nehmt einfach andere Art von Linsen, sei es rote Linsen oder sogar Bulgurlinsen. Das verändert natürlich ein bisschen die Farbe unseres Patties, aber das macht ja auch nichts, weil es kommt ja hauptsächlich auf den Geschmack drauf an. Zusätzlich nehme ich noch rote Beete und auch diese rote Beete habe ich jetzt nicht selbst kochen müssen, sondern die gibt es bereits vorgekocht in den meisten Lebensmittelgeschäften. Einfach in der Gemüseabteilung neben der normalen roten Beete gibt es die hier abgepackt, die wurde bereits vorgegart. Ihr könnt natürlich auch eure rote Beete selbst kochen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wichtig ist aber zu wissen, dass dieses Patty jetzt nicht unbedingt nach rote Beete schmeckt, sondern die rote Beete liefert sehr, sehr viele Vitamine, Folsäure und das Tolle, es macht das ganze Patty leicht rot-dunkel und somit sieht es noch echter aus. Ihr könnt es also für all die Fleischesser da draußen noch unter die Freunde mischen, ohne dass sie es merken. Wir nehmen also unsere vorgekochten Linsen und tun die in die Küchenmaschine, genauso wie etwas kleingeschnittene rote Beete. Dann kommt noch eine Zwiebel hinzu. Die habe ich auch schon ein bisschen kleiner geschnitten, weil es dann einfach besser funktioniert. Und Dinkel-Vollkornmehl nehme ich jetzt hier, damit es so ein bisschen festere Konsistenz am Ende ergibt. Als Kräuter habe ich mich jetzt für Petersilie entschieden. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter nehmen, wenn die euch besser schmecken. Oder ihr lasst es einfach weg, wenn ihr es gar nicht mögt. Etwas Olivenöl kommt dann auch noch dazu. Und Salz und Pfeffer darf natürlich für die Würze nicht fehlen. Und dann machen wir einfach die Küchenmaschine an und mixen das Ganze gut durch. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind unsere Patties mit der Hand schön zurechtformen. Ich empfehle euch dazu, so eine Plastikunterlage zu nehmen und nicht so eine schöne Holzunterlage, auch wenn die natürlich besser aussieht, weil rote Beete färbt extrem ab. Und wir wollen ja nicht, dass später alles rot ist und wir uns alle ein bisschen angesaut haben. Deswegen nehme ich jetzt nochmal die Plastikunterlage und forme meine Patties. Das Gute an veganen Patties ist auch, ihr könnt es jetzt nochmal zwischendurch probieren. Und wenn ihr merkt, ihr habt nicht genug gesalzen, ruhig nur ein bisschen stärker nachsalzen. Und jetzt geht's dran, unsere Patties auf den Grill zu werfen. Ich nehme dann einen großen Esslöffel von unserer Masse, drücke die zu einer Kugel und anschließend dann etwas platt drücken und stelle die Patties für ca. 20 bis 30 Minuten zur Seite. Und damit die Patties nicht so kleben bleiben, entweder ihr nehmt ein bisschen Alufolie und legt den Grill damit aus oder ihr bestreicht das Ganze ein bisschen mit Rapsöl. Und dann geht es auch schon ans Belegen unserer Burger. Ich habe jetzt hier einfach ein Brötchen genommen, ihr könnt jede Art von Brötchen nehmen und lege als erstes mein Patty drauf. Dann gebe ich noch ein bisschen selbstgemachte Guacamole hinzu, die mache ich ganz normal mit Knoblauch und Avocado. Zwiebeln und noch etwas Salat gebe ich auch dazu mit Tomate, aber ihr könnt da wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und dann ist auch schon fertig. Ich würde sagen, das ist mal ein leckerer
veganer Burger. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr schaut euch noch die anderen zwei veganen Burger-Alternativen an. Gebt dem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass euch solche Rezepte immer wieder gefallen. Und ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!